Willkommen zum, kann ich schon fast sagen, letzten normalen Part oder letzten Part halt. Wir sind im Superstar Boulevard, im 7. Level, was an die Wolken mit angelehnt ist, und es heißt Lakito, Lakito, Lakito. Ich denke mal, dass wir hier von Lakito zu Lakito halt die ganze Zeit springen müssen und halt Wolke wechseln. Nee, das ist ein anderes Level. Das kenne ich aber. Oh, ja, ich bin tot. Nee, doch nicht. Hier kann man sehr leicht eingequetscht werden und ist generell kann man sehr leicht abgestoßen werden oder so. Und okay, wir werden halt die ganze Zeit von der Kitus noch bombardiert. Bombardiert? Genau, das richtige Deutsch. Und deswegen heißt es halt so. So, schön alles killen. Ja, das Level gehört tatsächlich zu einer der schwersten auch, aber. Es gibt hier eine Challenge, die ich auf jeden Fall auch machen werde. Dazu kommen wir dann in diesen Bonus-Parts, die ich im letzten Part schon ein bisschen angekündigt habe. Komm ich da irgendwie hoch? Hier oder wie? Hier auf einer Wolke. Kacken. Okay, jetzt zurück. Die Bonus-Parts wird es dann nach der Folge auf jeden Fall geben. Hä, ich glaube, hier gibt es gar nichts. Nee, hier gibt es gar nichts. BTF. Betrug. Druck. Jetzt habe ich beide Power-Ups deswegen verloren. Oh Gott. Ja, diese Challenge muss man halt eben hier das ganze Level ohne Münzen einsammeln, ohne irgendwie Power-Ups oder irgendwie Gegner zu erledigen. Das ganze Level durchspielen, was echt schwer ist. Gehört auf jeden Fall zu den schwersten Herausforderungen in ganz Mario Games. Aber dazu, wenn es zu seiner Zeit kommt. Es fehlt noch eine Star-Coin, das darf ich nicht vergessen. Aber ich komme jetzt gut durch. Wie soll ich da rankommen? Ach, mit einer Wolke. Ja, gut, gut. Habe ich nicht. Ich überlege, ob ich vielleicht mit der P-Eiche das Ganze hole oder durch einen normalen Eichepilz. Es kommt auf jeden Fall jetzt gleich noch die letzte Starcoin. Ich merke schon, wie in der letzten Welt wird das Kommentieren nicht mehr so einfach, weil da muss man sich doch mehr aufs Gameplay konzentrieren. Okay, ich bin jetzt auch mit der P-Eiche unterwegs und es sollte jetzt auch gleich die Stelle kommen. Das ist natürlich generell ein bisschen AIDS, kann man sagen. Da ist er auch. So. Was? Hätte man jetzt auch nicht hochgekonnt? Okay, das ist wirklich nur mit dem Lakito oder mit der P-Eiche eben möglich. Da waren noch ein paar One-Ups. Aber dann haben wir das Level auch auf jeden Fall ganz gut abgeschlossen, glaube ich. Wir als nächstes zum 8. Level der Sternenwelt, was an die Bowser-Welt angelehnt ist, an die Lava-Welt. Mysterium der Morgensternfestung. Und es ist ans letzte Castle angelegt. Und das Level ist echt nicht einfach. Ich habe mir da doch hin und wieder mal ein paar Probleme auf jeden Fall auch in Erinnerung. Die Frage ist, ist jetzt hier der Eichepilz gut oder schlecht? Oh mein Gott. Man muss hier halt wegen dem Morgenstern halt die ganze Zeit aufpassen und halt sich mit den Donutblöcken hier immer runterfallen lassen. Für das richtige Timing und so. Wie zum Beispiel jetzt hier. Ach verdammt, das war nicht das richtige Timing. Aber ich glaube, der Eichpilz hat mir sowieso nicht so viel gebracht. Ah, warum tust du dich jetzt da ausfahren? Das ist nicht fair. Egal, Pilz. Warum? Warum? Egal. Ach, okay. Ich habe jetzt übrigens P-Eiche genommen, weil ich keine anderen Items mehr hatte. Aber ich wollte mich halt irgendwie treffen lassen. Aber, ja, ist sowieso weg. Scheiß drauf. Ich sag mal, das ist echt asozial, wenn man sich da jetzt runterfallen lassen muss. Ich hab sie. Boah, aber das Level ist echt nicht einfach. Also hier muss man wirklich mit Timing arbeiten. Man muss halt die ganze Zeit auch in Bewegung bleiben irgendwo. Ich muss jetzt diesen Moment ausnutzen, wo ich unverwundbar bin. Okay, da oben ist eine Röhre. Zweite Starcoin. Ja, WTF! Wie viele Dinger wollt ihr denn noch einbauen? Und ein Safe Point auf jeden Fall. Den meinte ich eigentlich nicht. Ich meinte eigentlich hier. Aber ich bin da ein bisschen runtergefallen. Ey, da muss ein Stern drin sein. Ansonsten ist ja nicht möglich, oder? Ja, hier ist ein Stern. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Gehen wir raus hier. Boah, aber ich glaube, ich kriege jetzt nicht so leicht ein Power-Up. Doch, da. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Ich hab's nicht gemerkt. Ich hab's gerade noch im Augenwinkel irgendwie bemerkt. Okay, groß, 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 groß. Das heißt, ich kann mir auf jeden Fall mal einen Treffer leisten. Gehen wir rüber, rüber, rüber. Ducken. Ich hab mich geduckt. Ich weiß nicht, was da passiert ist.
Egal, muss ich jetzt nicht mehr ducken. Einfach immer in Bewegung bleiben. Kleinere Sprünge machen und dann läuft der Hase hier auch. Ich muss auch über auf den Einzelnen. Ist hier ein Safe Point? Ich weiß nicht, ich gehe nochmal zurück. Da wäre ein Safe Point gewesen. Wo ich halt bloß nicht springen durfte. Ja, ich muss einmal chillen. Da ist kein Safe Point. Junge, wie asozial. Ja, aber ich lass mich nochmal treffen, weil ich dämlich bin. Okay, ich kann mich jetzt einmal treffen lassen. Einfach durchrennen. Komm schon. Yes. Okay, schwerste Passage, weil da auch ein Starcoin ist. Ich muss jetzt den Schalter drücken und dann richtig schnell auf die andere Seite. Unten ist noch ein Save Point, wo ich einmal kurz rein müsste. Ja. Gut. Geschafft. Level ist geschafft, glaube ich. Müsste geschafft sein. Das sieht sehr gut aus. Bloß nicht noch dumm runterfallen. Nee, natürlich nicht. Perfekt. Also ich glaube, schwerstes Level im Game geschafft jetzt hoffentlich. Das letzte Level hatte ich nicht so schlimm in Erinnerung. Aber ich konnte mich natürlich auch täuschen. Denn man schaltet noch ein letztes Level frei, wenn man alle Starcoins gesammelt hat und alle Level beendet hat halt. Und wir kriegen eine Einmeldung. Der letzte Level steht jetzt zur Verfügung. Ich habe einen vierten Stern erhalten. Gut. So, für das Level möchte ich jetzt noch kurz den Propellerpilz einsetzen, weil der ist auch im Let's Play sehr selten vorkommen. Ich glaube sogar nur einmal. Ja, kurze Erklärung, ich weiß nicht, ob ich ihn schon erklärt habe. Mit dem kommt halt, dass man hier nur gerade hochhüpfen kann. Und mit dem Eichhörpilz hat man da ein bisschen mehr Ausweitung zur Seite eben. Das Level baut sehr darauf auf, dass man hier Cooper-Panzer halt losschicken muss. Und die müssen dann die ganze Zeit Blöcke zerstören, glaube ich. Sieht auch sehr stark danach aus. Aber ich möchte natürlich nur an der Stelle, wo auch eine Starpoint kommt, eigentlich. Ja, ich habe das ganze Zeug abwarten. Das Restliche ist eigentlich relativ uninteressant. Der geht jetzt hier nach oben. Macht da das kaputt. Ja. Ich nehme dich mal mit, weil ich glaube, hier komme ich nicht so einfach wieder nach oben. Oh, Junge, da kommt ja noch einer. Na dann. Okay. Ich lager dich mal jetzt hier unten ab, falls der da jetzt Scheiße baut. Der baut Scheiße. Nein, ich hätte... Okay, zum Glück habe ich jetzt dich noch. Nice. Weil da muss ich ein bisschen den anders werfen. Wie soll ich das machen, hä? Bin ich dumm? Ich werde den nochmal hier unterwerfen. Einen Moment. Dann muss ich... hier einmal frei machen und hier. Und dann muss ich ihn da irgendwie reinwerfen. So, und dann jetzt. Ja, nice, frei. Frei. Und... na, wir kommen zumindest an die Starcoin. Und die da oben. Ach, da wäre eine Pflanze gewesen. Komme ich mit dem Propellerpilz vielleicht trotzdem hin? Nee, ich glaube nicht, oder? Boah, nee, ist zu hoch. Aber vielleicht komme ich mit dem Propellerpilz nochmal zurück, um einen neuen Cooper zu holen. Runter mit dir. Weil dort wird eben eine Ranke drin sein. Yes. Ah, wir haben das letzte Level echt noch souverän abgeschlossen. Krass. Alle Starcoins. Damit haben wir das Spiel zu 100% abgeschlossen. Das klappt mit 90 Sekunden am Ende, aber ey. Jetzt sollten wir den letzten Stern noch bekommen. Yes, du hast alle Sterne gefunden. Und der fünfte Stern wurde ihm gegeben. So, jetzt bin ich hier bei diesem Haus, wo ich kurz angesprochen habe, wo halt überall Statistiken sind. Da ist so eine Switch. Lull. Ah, kann ich kurz noch ansehen. Ja, ich habe solche ganzen Statistiken, aber die sind halt alle uninteressant eigentlich. Kommen hier die Credits. Ich habe ja schon Meinung zum Spiel gesagt. Ist jetzt nach dem jetzt dritten oder vierten Mal, wo ich es jetzt gespielt habe, wirklich... ist jetzt genug so. Es ist fürs Wiederspielen wert. Ist jetzt wirklich komplett von mir gesunken. Ich glaube ein weiteres Mal, vielleicht in einigen Jahren mal nochmal antesten, welche Multiplayer.
Aber ansonsten hat es nicht so einen Wiederspielwert, dieses Spiel leider. Aber es hat mehr oder weniger einen DLC, was nochmal ein ganz anderes Spiel ist. So ein bisschen kürzer, schwerer, nämlich Super Luigi U. Das wird als eigenes Projekt irgendwann mal kommen, aber jetzt nicht in naher Zukunft, denke ich, weil da haben jetzt andere Spiele das erstmal Vorrang auf jeden Fall. Aber das Spiel, das habe ich jetzt schon angekündigt, es wird noch ein paar Spezialfolgen kommen. Zu denen kommen jetzt nämlich, was da nämlich gefordert sein wird. Hier auch die 5 Sterne und so. Nämlich sind es hier diese Herausforderungen. Kann jetzt auch einfach mal kurz reingehen. Denn es gibt hier in 4 Kategorien verschiedene Herausforderungen, wo man halt etwas auf Zeit, Münzen sammeln oder keine Münzen sammeln in einem Level machen. Was hier One-Ups sammeln in bestimmten Passagen oder hier ein paar Spezialaufgaben eben. Da werden jetzt nochmal 4 Bonus-Parts kommen, nämlich wenn wir für jede Kategorie einen Part, denke ich mal, verwenden. Und dann wird das Projekt zu Ende sein, aber in den Parts werde ich nicht reden. Ich werde das spielen, weil es gibt ja auch eine Funktion, wo man dann das Ganze, diese Aufzeichnung nachschauen kann. Das heißt, ich werde alles machen und dann einfach die Aufzeichnungen zusammensammeln. Das heißt, das soll es von meiner Seite von diesem Spiel auch gewesen sein. Die 4 Bonus-Parts wird es noch kommen, aber ansonsten wird das Let's Play jetzt hier mehr oder weniger enden. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Projekt.